Hallihallo, du lieber Stier, und herzlich willkommen hier bei mir bei deinem Juni-Reading. Dein Reading ist mega spannend, das kann ich dir jetzt schon sagen. Es geht ganz viel um Verbindung. Wir haben sowieso im Kollektiv gerade so das Thema mit Verbindung. Mit was gehe ich in Verbindung? Ja? Wo lenke ich meinen Fokus hin? Ja? Also nicht nur die, die sowieso im Mentoring-Coaching-Bereich drinnen sind, so wie ich, ja, wo wir einfach immer drauf schauen, wo wir unsere Menschen, unsere Teilnehmer, die zu uns kommen, dort einfach hinführen, sich nach vorne auszurichten, ja, wirklich diese Ziele im Leben wieder zu etablieren. Ja? Nicht nur dort in dieser kleinen Bubble, sondern das hat sich quasi ausgebreitet und ist überall auf der Welt im Moment ganz, 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 ganz stark zu spüren. Wirklich dieses, bin ich mit der Situation, muss ich gleich nicht. So. Also ja, da will gleich was raus. Bin ich mit der Situation, die ich jetzt lebe, bin ich da zufrieden? Ich habe immer die Wahl. Ja? Und ich habe jetzt so ein bisschen das Kleeblättchen gelegt, bevor wir in den Rat der Hohen Priesterin hineinkommen. Und da sehen wir schon, ja, ich habe immer die Wahl und es können Wunder geschehen. Hier gibt es einen heimlichen Verehrer und alles wird, allein die Zeit wird es zeigen. Ja? Mit dem absoluten Erfolg und dem Wunder, was da passiert. Und da ist jetzt nicht primär eine andere Person im Außen gemeint. Natürlich kannst du im Außen heimliche Verehrer haben, es geht auch um Verbindung und so weiter, ganz klar. Aber der springende Punkt ist, dass ich ganz klar den Impuls bekommen habe, das ist ein Teil von dir, das bist einfach du in dir quasi, die jetzt schon darum oder der jetzt schon darauf wartet, ja, wirklich in Empfang genommen zu werden, da einfach wirklich mehr drauf zu schauen, was ist es denn überhaupt, was mich blockiert? Blockiert mich überhaupt was? Blockiere ich mich womöglich einfach selber und erzähle mir das einfach nur, weil ich vielleicht immer wieder auf irgendetwas warte. Und dieses Warte ich auf etwas sieht man hier und da kommen wir nämlich gleich hin. Da kommen wir gleich dazu. So. In deiner Hauptenergie liegt, ja, das Ass der Gefühle mit der Dankbarkeit und mit der Verbindung, ja, wofür bist du dankbar? Das ist die Dankbarkeit auf der Schattenseite in diesem Fall. Wofür bist du es nicht? Ja? Welche Gefühle drängst du vielleicht noch von dir ab? Welche Gefühle möchtest du vielleicht nicht sehen? Welchen Gefühl möchtest du dich vielleicht in der Tiefe nicht stellen? Vielleicht bist du ein Mensch, ja, wir sind jetzt hier in einem kollektiven Reading, ich sage jetzt einfach nur das, was als Hauptströmer kommt, ja, der extrem tief lieben kann, ja, aber auch schon sehr verletzt wurde. Und aufgrund dessen, weil wir haben hier die Heilung der Weiblichkeit bei dem, was dazukommt, wir haben hier die Mutter liegen, wir haben hier die Frau, wir haben hier die Konkurrenz, wir haben die Heilung von allen Themen, auch zum Beispiel sich an die erste Stelle zu stellen. Ja? Und mir scheint es hier, dass hier ein bisschen so die Angst vor einer wirklichen Verbindung ist, die Angst vor einer Partnerschaft, obwohl die Sehnsucht ganz stark da ist oder vielleicht lebt man sogar die Partnerschaft, aber irgendwo geht man da nicht hinein und spürt eben diese wirkliche Dankbarkeit dafür nicht. Es scheint mir, wenn ich da in dieses Gefühl hineingehe, ja, da spürt mal bitte hin, wo ihr seid, ja, wenn man in dieses Gefühl hineingeht, dann ist dann so wie so ein Stopp, ja, und darunter aber, ja, das ist dann so der Eisberg, also so die Spitze, das schaut alles gut aus und darunter ist der Eisberg und der hat irgendwie das Gefühl, nicht fühlen zu können, so irgendwie kommt man das da. Ja, schauen wir mal, was da hinzukommt und was geht's da. Aha, da haben wir das Spiegelthema, ah ja, und da haben wir schon die drei der Stimmen. Die drei der Stimmen in dem Fall ist wie das die drei der Schwerter, ja. Das ist hier tatsächlich dann einfach wie der Herzbruch, ja, diese Einsamkeit, die da passiert ist, die Kränkung, die da passiert ist, die Verletzung, die da passiert ist, ja. Eben in den Themen, die ich gerade vorher gesagt habe. Und da darfst du jetzt deine Bewusstheit hinlenken, weil das wird dir im Moment immer noch ein bisschen gespiegelt, allerdings schon auf der Lichtseite. Ja. Es kann hier auch sein, dass du die Begabung ganz stark hast, was dich vielleicht manchmal so ein bisschen blockiert, dass du den Spiegel oben auf der Eisbergseite betrachtest. Ja. Ich hoffe, das kann man gut verstehen, was ich meine, weil wir haben hier auch den Berg und das Hinschauen. Und dort schaut's gut aus. Ich habe nämlich schon gesehen, wir haben den Spiegel hier unten auch auf der Schattenseite beim nächsten Schritt. Und ich glaube, das ist dieses tiefer Tauchen, ja, tiefer Eintauchen in dich. Ja, weil oben, wenn man es jetzt nur von oben betrachtet, dann hast du da einen Schmerz erfahren. Die Spiegel sind aber schon relativ gut in der Auflösung drinnen, weil du da jetzt einfach schon das Bunte, dich als bunt wahrnimmst, ja, dich schon
dich schon sehen kannst im Spiegel darin und schon staunst, ja, was du alles in deinem Leben erschaffen hast. Ja. Also da ist schon eine Resonanz drinnen. Ja. Aber das, was hinzukommt, ja, ist einfach dich. Lustig, ja, ich habe es jetzt gar nicht bewusst, ja, dich noch einmal wirklich mit dem Herzschmerz, jetzt noch mal das Herz auf der Schattenseite, aber auch mit der Einsamkeit, die da war vielleicht, ja, auseinanderzusetzen und wieder so ein bisschen mehr in dieses Tun hineinzukommen, in dieses Lebensfeuer, in deine Kraft hineinzukommen, ja. Die Cinderella von einer meiner Seelengefährtinnen hat, das ist das Pferd und da kommt jetzt gerade das Pferd und du, wenn du das siehst, bist ja auch ein Stier. Und wenn nicht, dann siehst du das, wo du jetzt nicht meine Seelengefährtin bist. So. Aber da haben wir den Ritter der Inspiration. Und da lass dich wieder inspirieren, weil die Cinderella hat gesagt, es muss nicht schwer sein, wie getragen auf den Rücken eines Pferdes. Ja? Und das, was sie mir da gezeigt hat damals in der Situation, wo das war, das Pferd als eine Inspiration für mich quasi, war wirklich dieser freie Fall durchs Leben durch. Und zwar nicht im Fall, sondern getragen auf dem Rücken eines Pferdes. Und wie ich den Galopp dann gespürt habe und alles. Und der Wind, der alles wie weggenommen hat. Ja? Und diese Balance, die einfach auf diesem Pferd stattgefunden hat. Weil du fällst nicht und gleichzeitig hast du aber das Gefühl, frei über die Steppe drüber zu laufen und einfach alles zu sehen, einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen. Und da haben wir jetzt auch das Feuerwerk, ja, und das Feuerpferd, ja, also wirklich dieses, ja, lass dich da wieder ein bisschen mehr mitreißen vom Leben, lass dich da wieder ein bisschen mehr beleben, das ist die Klärung für dich drin, geh da wieder in die klare Kommunikation, was willst du wirklich, ja, lass dich da nicht von einem schweren Herzen aufhalten, sondern mach da wirklich den Hausputz und räum das aus, das ist jetzt gerade deine Meisterschaft, ja, weil das ist etwas, was so immer mal wieder latent mitschwingt, ja, weil was will raus, und da haben wir jetzt die drei der Inspiration, das Labyrinth, und die Loyalität auf der Lichtseite, ja. Und das heißt für mich so viel wie, da war irgendwie eine Suche drinnen und da war irgendwie ein Zuschauen, wie die Baselsteinchen immer wieder umfallen und dann daran irgendwie zwar Interesse haben, vielleicht sogar Freude finden, aber irgendwie die Erfüllung ist nicht drinnen, ja, weil es berührt sie zwar, aber nicht ganz und es geht da irgendwie immer durch so Labyrinthgänge durch und es scheint mir ein bisschen mühsam zu sein. Man kann nicht gescheit zuschauen, man kann nicht gescheit, na, es ist wie so ein Versteckspiel irgendwie auch und da hat man aber noch seine Loyalität drauf liegen gehabt. Das heißt, vielleicht bist du auch in Verbindungen drinnen mit Situationen, mit Menschen, mit dir selbst, ja, wo immer so ein bisschen ein hin und her, ein Versteckspiel. Ja. Irgendwas geht da nicht, ist da nicht in der Erfüllung drinnen, wo man einfach gemeinsam sitzt, frohlockt und lacht und ja, also so irgendwas, ja, oder kuschelt oder wirklich Freude, Erfüllung, Dankbarkeit findet in irgendeiner Situation, wo es um Verbindung geht, wo du wirklich verbunden bist, ja, und das auch wie automatisch alles im Fluss ist für dich, ja. Und das will aber jetzt gelebt werden, das will gelebt werden, ja, weil hier kommt auch im unbewussten Bereich, da haben wir es, ja, das Gleichgewicht, nochmal die Muse der Materie, der Manifestation und das Buch, was verschlossen ist und eben diese Tiefe, ja, du darfst jetzt, auch wenn du vielleicht ein Mensch bist, der schon mega tief gegangen ist, ja, dann kannst du trotzdem tiefer gehen, ja, weil du einfach so bist. Du, egal wo du jetzt stehst, ob du eher sehr oberflächlich warst oder ob du eh schon sehr tiefgründig warst, da gibt es einfach einen Teil, der tiefer ist, ja, und dort darfst du hingehen und den hattest du bisher noch ein bisschen so wie verschlossen, ja, dieser Eisberg drunter, das, was ich so spüre, das ist wirklich tatsächlich wie ein Ei, wie ein magisches Ei, was da in dir schlummert, was jetzt erwachen will, auch mit der 23 wunderschön, auch so ein bisschen der Erweckungsruf, ja, in Verbindung zu gehen mit deiner Schöpferkraft, mit dem Abenteuerleben, ja. Du erwachst da jetzt, ja, du beginnst jetzt wieder neu und du darfst dich schon darauf freuen, ja, weil das will manifestiert werden bei dir. Und da war aber das Gleichgewicht noch nicht drinnen, weil du dieses Ei noch nicht für dich in Empfang genommen hast. Und genau das ist es. Und ich habe so das Gefühl, das weißt du auch, weil das war jetzt ein bisschen die unbewusste Seite, das, was so nach oben drängt. Ja. Und hier kommen wir aber jetzt zur lichtvollen Seite. Und da haben wir die Mangelillusion, die zwei der Inspiration. Wir haben das die Vögel hier und wir haben das Schiff. Und ich habe das Gefühl, du weißt das. Du weißt, es geht um deinen Lebensplan. Du weißt, es geht um deinen Seelenplan, um deinen Seelenauftrag meinetwegen auch, obwohl ich da eher den Brief dafür nehme. Ja. Aber das Schiff ist so
der Seelenplan, ja, einfach so dieses, was will deine Seele erleben, ja, wo willst du hin? Und da haben wir sehr viel Unruhe noch ein bisschen drinnen. Und mit dieser Inspiration sehe ich so wirklich so diesen Entscheidungswillen, wo will ich hin? Und diese Unentschiedenheit kommt mir, ja, auch da vielleicht diesen Teil noch aufzumachen, ohne Wenn und Aber, weil es geht in Wirklichkeit nur um die Verbindung zu dir. Es geht um die Verbindung zu dir und dich als den Zwilling hier zu leben. Ja, du bist ein Stier, aber das kann jetzt alles heißen. Das kann Zwillingsenergie auch mit Verbindungen im Außen sein. Das kann jetzt aber auch einfach deine männliche, deine weiblichen Anteile sein. Das kann sein, deine Vergangenheit mit deiner Zukunft, das zu verbinden, um im Hier und Jetzt wieder aufzuerstehen quasi und dich als ganz, als voll, als inspiriertes, wunderschönes Wesen zu sehen, was alles schaffen kann, trotz einer schwierigen Vergangenheit, ja. Und du wirst jetzt hier wirklich so aufgerufen, du wirst jetzt hier wirklich aufgerufen, eine Entscheidung für dich zu treffen. Eine Entscheidung für dich zu treffen, die dein Leben umwürfeln wird, weil im Prinzip liegt hier alles nur an einer Entscheidung. Das kann jetzt sein, dass du an anderen Bereichen, ja, du schaust dir das jetzt an wegen etwas, ja, oder kommst jetzt drauf im Reading, okay, das betrifft einen Teil deines Lebens und der andere funktioniert, aber dieser Teil, der, wo du merkst, da ist immer wieder so ein bisschen irgendwie ein Chaos drin, immer so ein bisschen irgendwas oder eine Wehmut, ja, oder etwas, wo du merkst, da hängt irgendwas für dich oder du kommst da nicht ganz weiter, da liegt es wirklich an einer Entscheidung, die du aber triffst, ja, weil hier werden wir auch wieder, ja, du darfst immer das Gefühl haben, ganz zu sein und alles das, was dich aufhält davon, ja, was vielleicht zu viel in deinem System ist, an überliefernden Geschichten und, wirst du jetzt aufgerufen, noch einmal den Hausputz hier zu wagen, ja, um wieder die Magie des Lebens zu spüren, um dich wieder in diese Fülle zu wagen für dich und dich wieder als ganz und als entscheidungsfreudig vor allem zu sehen. Meine Pure Transformation des Selbstwerts, Young Spirit quasi, für alle diejenigen, die sich wieder mehr mit ihrem Spirit verbinden wollen, die wieder mehr in den Fluss kommen wollen, ist jetzt am 31.07. startet wieder die Selbstwerts-Transformation, wo ich euch in 9 Einheiten wirklich in dieses geile Lebensgefühl hinein begleite, ja, dass ihr dann wirklich wieder ganz, ganz standhaft seid. Also, wen das interessiert, bitte einfach gerne mich kontaktieren, mich anschreiben oder unten in der Infobox einfach diesen Informationscall mit mir wählen, wo du mit mir gemeinsam einfach deine Situation anschaust und mit mir besprichst, was das Richtige wäre für dich. Ja, also hier geht's wirklich um die Entscheidung. Und deine nächsten Schritte sind, dass du hier aufbrichst, dass du auch wieder die Pferde, ja, dass du hier wieder das Leben, den Wagen, dich an die Hand nimmst, deine Zügel in die Hand nimmst, ja, und dich befreist aus einer Situation, wo du dich jetzt ein bisschen eingemauert hast, weil das ist der Bereich, wo immer mal wieder noch Spiegeln kommen, die vielleicht unangenehm sind, um dich aufzuwecken, um dir zu zeigen, dass da der Weg eben daraus ist. Ja, dass du nicht nur den Berg oben anschaust, sondern diese richtige Tiefe, weil diese Tiefe ist es, die dir quasi dein Glück verspricht. Und das kommt, ja. Dann musst du nämlich, der Rat der Hohen Priesterin ist jetzt, ja. Sie sagt, du musst dann nicht mehr die Suche nach dem Sinn im Leben immer wieder haben und vielleicht mit deinen Gedanken immer wieder vorpreschen und dann nicht dabei herauskommen, weil du dich da wieder selber zurückziehst quasi, sondern du darfst schicksalhaft jetzt geführt sein, dass du deine Erfüllung bekommst, indem du einfach tiefer hineingehst, indem du dir einfach den Bereich anschaust, was willst du da, was ist da zum Öffnen, welche Gefühle stehen da für dich dahinter, die jetzt raus wollen, die gelebt werden wollen, wo sperrst du dich noch ein, wo machst du dich vielleicht noch klein, ja, und das will jetzt einfach, ja, die 3 der Materie, die Schöpferkraft will jetzt einfach hinaus auf der Erde gelebt werden. Fühl dich geführt, fühl dich getragen, fühl, dass es einen Plan gibt. Du bist geschützt, du bist behütet, es kann dir nichts passieren, du darfst alles wagen, ja, trau dich wirklich deine Zügel in die Hand zu nehmen. Wir glauben immer, es passieren total schlimme Sachen, es passieren sie nicht, die Sachen passieren nicht, ja, wenn du für dich gehst. Uns passieren schlimme Sachen im Leben immer mal wieder, um uns auch auf eine gewisse Spur zu bringen, um uns in ein gewisses Fahrwasser hineinzubringen, um uns irgendwo etwas aufzumachen, damit wir diese Schattenthemen in uns lösen. Es ist halt nun mal noch so, ja, um überhaupt das Leben genießen zu können. Sonst hätten wir das ja, sonst hätten wir diesen Flow, sonst wären wir in einer anderen Dimension, wo es nicht so dicht ist quasi, weil die existieren ja auch. Ja, das heißt, da einfach wieder, trau dich wirklich tief einzuatmen,
dich zu spüren und dich wieder zu wagen, das Leben als Abenteuer zu sehen und dich nicht in irgendwelchen Konventionen einzuschränken, sondern wirklich jetzt einmal für dich zu gehen. Für dich zu gehen, für dich zu gehen, für dich zu gehen. Ja, das ist wirklich diese Botschaft im Juni jetzt. Trau dich, für dich zu gehen. Du wirst das Wunder sehen und den Erfolg. Ja, warte einfach nicht mehr lang. Trau dich. Ja, nimm diesen Push, nimm dich selbst in die Hand und sag, okay, was will ich jetzt erleben? Und dann geh. Dann geh dafür. Geh dafür. Ah, du wirst das erleben. Ja, aber eben nicht, wenn du nur davon träumst und die Schritte dafür nicht einleitest, weil dieses Magic Egg hier will geboren werden für dich. Du lieber Stier, ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Eintauchreise und deinen Eisberg sprengen und dich dann noch einmal tiefer zu erfahren. Es ist nicht viel, es sind die Entscheidungen, die du hier zu treffen hast. Also, bis dann, ich freue mich schon mega auf dich. Baba.